Im heutigen Video zeigen wir euch die Withings Home Kamera. Hi liebe iPhone-Tricks-Fans, wir haben von Withings die Home Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. Eine Kamera, die dafür dient, den Innenraum zu überwachen, Bewegung zu erkennen, Musik abzuspielen oder mit den Menschen im Innenraum zu kommunizieren. Damit ihr den Eindruck bekommt, was alles mitgeliefert wird, öffnen wir zusammen einfach mal die Box. Die Verpackung ist dabei schlicht und simpel, aber auch schön. Wenn ihr die öffnet, kommt die Kamera direkt ins Bild. Jetzt müssen wir die Kamera einmal rausnehmen und können direkt zum Zubehör gehen. Praktischerweise direkt mit einer Schlaufe dran, dass man es besser öffnen kann. Das Zubehör befindet sich dabei in einer unteren Box. Die können wir herausnehmen und wir öffnen diese einfach mal. Schon finden wir das Stativ, auf dem sich die Withings Kamera bewegen kann. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch gleich. Packen wir es weiter aus, finden wir eine kurze Quick Start Guide, mit dem wir eine Schnellanleitung von der Kamera haben. Einmal kurz natürlich die Garantie und das Zubehör. Im Zubehör sehen wir einen Stromanschluss für die Kamera und verschiedene Adapter für bestimmte Stromanschlüsse, wie zum Beispiel auch für den englischen, den deutschen oder auch einen anderen. Diese sind ganz leicht, simpel hier anzuschließen. Ach, erstmal top, dann das Ding rein. So einfach ist das ja sogar. Die Kamera hat dabei ein schlichtes Design. Diese Hülle ist abnehmbar und in Zukunft werden auch verschiedene andere Hüllen zur Verfügung stehen, mit denen ihr die Kamera unauffälliger auf euren Tisch oder in eure Wohnung stellen könnt. Auf dem Tisch hier ist die Kamera ziemlich unauffällig, passt sich an und stört nicht in der Umgebung. Die Kamera besitzt dabei drei Anschlüsse, einen USB-Anschluss, einen LAN-Anschluss und einen Mini-USB-Anschluss, mit dem ihr die Kamera an den Strom anschließen könnt und somit habt ihr die Kamera immer aufgeladen. Das Praktische ist der LAN-Anschluss. Falls ihr beim Streamen von dem Video eine vernünftige und saubere Verbindung haben könnt, ist das sicherer als die Wi-Fi-Verbindung. Natürlich besitzt die Kamera auch Wi-Fi, ist also überall im Haus einsetzbar. Die Linse ist dabei ins Gehäuse eingebaut und kann auch verdeckt werden, falls die Audiofunktionen nur genutzt werden wollen. Somit kann man die Kamera auch verstecken. Die Kamera bietet dabei eine Aufnahme von 1080p mit 5 Megapixeln und ihr habt eine Sichtweite von 135 Grad. Falls ihr die Kamera in einen anderen Winkel hinstellen wollt, könnt ihr das dazugelieferte Stativ nehmen. Das ist magnetisch mit der Kamera verbunden und bietet einen somit bestimmte Einstellungsmöglichkeiten in dem Winkel von der Kamera. Somit kann man nach unten filmen, aber auch von unten nach oben filmen, ohne dass man die Kamera bestimmt irgendwo anschließen muss. Einfach auf dem Stativ verwenden. Die Kamera besitzt dabei ein Zweiwege-Audiosystem. Das heißt, mit dem Lautsprecher oben könnt ihr Töne abspielen, welche ihr zum Beispiel auch vom iPhone wiedergebt. Das heißt, ihr könnt auch sprechen und somit mit den Leuten, die sich im Raum befinden, kommunizieren. Die Kamera selber benutzt dabei ein Mikrofon. Somit könnt ihr von überall aus unterwegs den Ton in dem Raum einfach abhören und sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. So simpel ist auch schon der Aufbau. Wir sind gespannt, welche anderen Hüllen noch demnächst zur Verfügung sind. Aber was kann die Kamera eigentlich und wie ist sie im Praxistest und ist sie nur fürs Innere geeignet oder wie macht sie sich bei den Außenaufnahmen? Klickt einfach auf die Kamera drauf, dann kommt ihr zu einem Video, in dem wir sie praktisch getestet haben und ihr einfach sehen könnt, wie sich die Kamera im Praxistest macht. Für weitere detaillierte Informationen über die Kamera klickt einfach in der Videobeschreibung auf unseren Artikel. Dort findet ihr alle Details nochmal in Schriftform. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao!